Mein heutiger Gast kennt unsere Gedanken. Er hat unglaubliche Fähigkeiten, mit denen er unsere Körpersprache liest wie andere in einem Buch. Jedes kleinste Zucken der Augen oder Mundwinkel kann er deuten, wenn man ihm gegenüber sitzt. Es wird heute Abend also besonders für mich spannend. Thorsten Habener entschlüsselt Menschen, die ihm bisher fremd waren. Vor allem liebt er das Spiel mit seinem Publikum. Fremde Gedanken erraten, kein Problem für den Magier. Zahlen, Gegenstände, kaum hat man an irgendwas gedacht, dann kann der Meister der Illusion es schon benennen. Sein Geheimnis, Thorsten Habener sieht genau hin, was unser Körper spricht. Und deswegen bin ich sehr gespannt, was er mir gleich über mich erzählt. Herzlich willkommen erstmal in der Landesschau, hallo. Guten Abend. Es ist oft so, wenn man jemanden gegenüber hat, der einen vermeintlich gut beobachtet, versucht man sich ganz besonders gerade und brav hinzusetzen. Können Sie an mir etwas erkennen, wie ich drauf bin? Also Sie sind locker, Sie sind cool, Sie sind hier in Ihrem Umfeld, Sie fühlen sich wohl. Aber es ist komisch, ne? Sobald man über seine Körpersprache nachdenkt, fängt man an, sich anders zu verhalten und dadurch wird es ja erst komisch. Das heißt, der erste Trick ist es, am besten gar nicht drüber nachzudenken, sondern einfach so weiterzumachen wie vorher. Ich atme einfach mal locker weiter. Es geht mir auch oft so, wenn ich Leute mir gegenüber habe, die viel Yoga machen, dann sitzt man so. So, die eine Sache ist, die, dass Sie die Körpersprache sehr gut lesen können und auch in einigen Büchern uns tatsächlich auch Tipps geben können, wie wir uns vielleicht verhalten. Die eigene Körpersprache, aber auch die der anderen lesen. Dann gibt es aber auch Wow-Momente, die Sie nicht erklären, wo Sie die Gedanken ja lesen können. Ich würde das ganz gerne mal ausprobieren hier, weil es ist kein vorbereiteter Raum von Ihnen, sondern unser Studio. Das heißt, es kann hier nirgendwo ein Trick eingebaut sein. Stimmt. Was wollen wir probieren? Ist schwierig, ne? Denken Sie doch mal an einen Ort, an ein Land oder einen Ort, wo Sie immer schon mal gerne hin wollten. Ein Urlaubsziel, was Sie immer schon mal gereizt hat. Haben Sie da eins? Ja. Ja? Ja. Okay, dann schauen Sie mich bitte mal an und stellen sich jetzt vor, Sie würden mir diesen Ort sagen. Das heißt, Sie sprechen aber nicht laut mit mir, aber in Ihren Gedanken stellen Sie sich vor, Sie würden mir diesen Ort sagen. Okay, wenn Ihr Kopf nickt nach dreimal da auf. Drei Silben, schätze ich mal, hat der Ort, an den Sie da gerade denken. Oh Gott, jetzt muss ich ihn mir innerlich doch vorsagen. Die Sache mit den Silbenbögen macht mein Sohn in der ersten Klasse. Das haben Sie jetzt an meinem Nicken, denken Sie, dreimal genickt, drei Silben. Also ich bin nicht hundertprozentig sicher, sowas ist nie hundertprozentig sicher. Ich schreibe einfach mal auf, was hier bei mir angekommen ist. Und jetzt bin ich mal selbst ziemlich gespannt, weil wie Sie gesagt haben, also es wenn das jetzt stimmt, dann kann ich die Sendung beenden. Dann denke ich die ganze Zeit jetzt drüber nach. Aber okay. Ich gebe Ihnen das mal, öffnen Sie es bitte noch nicht. Ja. Und sagen Sie erst mal, bevor Sie es öffnen, wie heißt denn der Ort, an den Sie gedacht haben? Und was machen wir, wenn es nicht geklappt hat? Dann hat es einfach nicht geklappt. Das kann immer mal passieren. Ich habe mir Feuerland vorgestellt. Feuerland? Feuerland. Okay, nochmal. Wir haben uns vor diesem Tag noch nie getroffen. Und ich kann eigentlich nicht wissen, dass Sie an Feuerland gedacht haben, richtig? Nein, können Sie nicht. Schauen Sie mal nach, was ich aufgeschrieben habe. ich zeige es erstmal Ihnen zu Hause. Da steht Feuerland. Und er hat es gerade eben draufgeschrieben. Es sind mehrere weiße Zettel einfach. Irgendeinen zerknautschen Edding hat er in der Hand. Es gibt. Wie viele Urlaubsziele mit drei Silben gibt es? Doch mehrere, oder? Naja, also ich weiß es nicht. Es dürften schon einige sein, ja. An dieser Stelle ist ganz gut, dass wir noch ein kleines Filmchen vorbereitet haben, denn ich muss kurz in mich gehen, weil ich jetzt doch platt bin. Wobei ich auch nicht gewusst hätte, was wir machen, wenn es nicht... Aber es hat ja geklappt, okay. ja, was ich jetzt eigentlich zeigen wollte, ist ein kleiner Einspieler aus Ihrer aktuellen Show. Da sind Sie ja auch im abkommenden Jahr, deswegen sind Sie heute hier bei uns in Baden-Württemberg unterwegs. Wir gucken mal rein und der junge Mann, den Sie auf die Bühne gebeten haben, der konnte sich zwischen fünf verschiedenen Begriffen einen aussuchen und mit dem stellen Sie wahrscheinlich das Gleiche an wie mit mir. Wir gucken da mal rein, ich kann mich in der Zeit erholen. Das Spiel, Heino, wird darin bestehen, dass du dir gleich aus diesen fünf Symbolen nur in Gedanken eins aussuchst. Den nimmst du so zwischen deine Hände. Okay? Und kommst mit dem Spielstein dann zu mir. Und du machst bitte Pokerface. Das heißt, du nickst nicht, du schüttelst nicht mit dem Kopf. Sehr gut, genauso. Ich gehe einfach alle fünf Symbole nochmal durch. Und du nickst bitte nicht, du schüttelst nicht mit dem Kopf, du machst gar nichts. Waffe, Schere, Feuerzeug, Feuerlöscher und Klapperschlange. Und hat man es gesehen? Bei Schere, da hat er so ganz kurz
so ein Auge zusammengekniffen. Hat man es erkannt von hier aus? Ich würde wetten, du hast die Schere in der Hand. Heb mal die Hand hoch. Heb mal hoch. Und da haben wir, genau, die Schere. Hey, hallo. Thorsten Habener, heute bei uns in der Landesschau, und hat gerade eben schon bewiesen, eigentlich noch eine Stufe weiter, weil ich habe ja nicht, oder Sie haben mir nicht fünf Begriffe gesagt und Sie konnten meine Mimik dabei oder meine Gestik dabei ja nicht beobachten. Mhm. Hatte es trotzdem, also natürlich werden Sie es mir nicht verraten, aber hatte es was mit meinem Körper, mit meiner Körperhaltung zu tun, dass Sie auf Feuerland als Urlaubsziel für mich gekommen sind? Nee, also ganz ehrlich, anders als bei dem Spiel, das hier auf der Bühne stattgefunden hat, was übrigens davon handelt, dass ich rausfinde, was einer ins Flugzeug schmuggeln würde. Also ja. Wir haben einfach versucht, für diesen Körpersprachecode, für das Abendprogramm, ganz viele Situationen rauszugreifen, die jeder so kennt. Und mhm. am Flughafen, das kennt jeder, so an diesem Security-Check stehen, das war eine Situation, die wir uns da ausgewählt haben. Es sind noch ganz viele andere, die spannend sind, die jeder aus dem Alltag kennt. Und das hat auch tatsächlich sehr viel mit Körpersprache zu tun, das meiste, was ich da mache. Mhm. Was wir beide gerade gemacht haben, nee, das hat einen anderen Hintergrund. Das hat nicht nur mit Körpersprache zu tun, auch, klar, also Körpersprache ist immer wichtig, aber da ist noch ein bisschen mehr dahinter. Aber was das genau ist, da halte ich mich dann ganz gern bedeckt. Das kann ich mir gut vorstellen. Und ich sage Ihnen zu Hause eines, ich habe mir das schon gedacht, dass heute Abend sowas passiert. Und ich habe mir überlegt, es steht nirgendwo, also habe ich mir gerade eben überlegt, es steht nirgendwo im Internet. Das heißt, da kann er nicht recherchiert haben, dass ich mal gerne nach Feuerland würde. Es steht nirgendwo. Ich habe es hier keinem Kollegen erzählt. Guck mal so rum. Keiner Kollegin. Das weiß keiner. Nee. Aber Thorsten Habener weiß es. So, gut. Was ich weiß, das ist aber auch schon mal eine schöne Sache, dass Sie eben bei uns im Land unterwegs sind, in Stuttgart, Balingen, Kirchheim, unter Tech, Karlsruhe, Tuttlingen und Heidenheim. Und wenn Sie ihn sehen wollen, dann auf unserer Homepage landesschau-bw.de gucken, da stehen die Daten. Sie haben zu Sindelfingen eine besondere Beziehung, beziehungsweise seit Sindelfingen vor über 20 Jahren haben Sie eine besondere Beziehung. So kann man das sagen. Ja, Sindelfingen, da findet einmal im Jahr und immer schon seit langer Zeit, fand da auch ein Zauberkongress statt. Mhm. Der ist in der Szene sehr, sehr bekannt und ich war davor 21 Jahren bei diesem Zauberkongress das zweite Mal und da habe ich meine heutige Frau kennengelernt. Das bedeutet, ich wurde immer wieder gefragt, hast du irgendeinen Bezug zu Baden-Württemberg, ist irgendwas passiert? Ja. Ja, also ohne diesen Zauberkongress und ohne die Stadthalle Sindelfingen wäre mein Leben sicherlich ganz anders verlaufen. Ist sie auch Zauberin? Ja, also das war ein Zauberkongress, das gibt es wirklich, ein Kongress, wo sich ganz viele Zauberer treffen, untereinander austauschen. Keine Harry Potter-Veranstaltung? Nein, überhaupt nicht, da geht es wirklich um die Kunst, also um die Bühnenkunst oder auch teilweise um Close-Up-Zauberei, also ganz nah an jemandem dran. Mhm. Und hat sich auch sehr stark mit auseinandergesetzt, kommt da auch aus dem Gebiet, kennt sich ziemlich gut aus und ist auch in meinem Beraterteam ja eine der wichtigsten Personen. Gibt es zu Hause Situationen, wo Sie die anderen nerven bei Familienfesten oder so, weil Sie schon wissen, was im Geschenk drin ist oder was der jetzt denkt, weil das Essen nicht schmeckt oder so? Ich meine, Verwandtschaft, jetzt gerade an Weihnachten, kann ja eher schwierig sein und vielleicht auch ganz gut, wenn man da Gedanken lesen kann. Das stimmt, aber ich sage das dann nicht immer laut. Also meistens ist es so, wenn die dann alle weg sind, dann erzähle ich so im kleinen Kreis, weil ich so gesehen habe. Aber dass ich lauter immer meine Meinung sagen muss, das wäre ja auch sehr unangenehm, das mache ich in der Regel nicht. Aber könnte es uns im Leben weiterhelfen, wenn wir mehr auf die Körpersprache der anderen achten und auch auf die eigene? Stichwort, kann ich jemanden dazu vielleicht bringen, etwas zu meinen, was ich ganz gerne hätte, was er meinen sollte, wenn ich ihn... Ja, also Sie können jetzt jemanden nicht so umdrehen, dass er seine Meinung komplett ändert, wenn Sie keine guten Argumente haben. Mhm. Aber wenn Sie jemanden überzeugen möchten oder wenn Sie zum Beispiel ein bisschen näher rannehmen wollen, wie ist denn der jetzt wirklich drauf? Ist jetzt genau der richtige Moment, den anzusprechen, wenn ich irgendwas will? Oder kann ich den genau da abholen, wo er jetzt gerade ist, um irgendein Argument vorzubringen? Klar, es gibt eigentlich keinen Moment, wo Körpersprache nicht weiterhilft. Und das war auch der Bogen, den ich dann geschlagen habe, zwischen dem, wo ich ursprünglich herkomme, nämlich der Zauberkunst, mhm. und dem, was man wirklich im Alltag anwenden kann oder auch im Geschäftsleben. Und deshalb heißt das Programm ja auch Körpersprache-Code. Das bedeutet, all das, was mich weitergebracht hat als Künstler, wie stehe ich auf einer Bühne, wie kann ich Leute überzeugen, wie kann ich beobachten, wie der drauf ist, das findet im Programm statt und das erkläre ich ja auch ein bisschen. Das bedeutet, mein Ziel ist es schon, dass die Zuschauer rausgehen und nicht nur unterhalten wurden, sondern auch so ein bisschen mehr was wissen über Körpersprache und auch selber ein bisschen Körperleser werden. Also spätestens zum nächsten Weihnachtsfest könnte es dann klappen, dass Sie die Zeichen der Verwandtschaft noch besser lesen können, weil er ist ja erst Anfang des kommenden Jahres bei uns im Land. Die Daten bei uns auf der Homepage. Vielen Dank für den Besuch.